Gegründet hat den Laden mein Urgroßvater und ich führe zusammen mit meinen Geschwistern, meiner Mutter, den Betrieb jetzt in vierter Generation. Unsere Wurst ist aus eigener Herstellung. Wir schlachten die Tiere selbst, das ist sehr regional, Tiere aus der Umgebung. Besonders stolz bin ich auf unsere Hausmacherwurst und die Fleischwurst, weil das sehr regional ist und gerade hier so in Rheinhessen und Mainz eine große Rolle spielt. Das Besondere an unserer Wurst ist, dass wir ausschließlich frische Zutaten verwenden. Wir benutzen immer noch die Rezepte, die schon mein Vater und mein Urgroßvater verwendet haben. Wir schlachten unsere Schweine noch selbst und achten darauf, dass die Schweine kurze Transportwege haben, damit die Tiere keinen großen Stress während dem Transport haben. Das ist mit das Wichtigste für die Qualität des Fleisches. Was mich antreibt, der Spaß an meinem Handwerk und dass ich sehe, dass den Leuten wirklich schmeckt, was ich da mache und mir schmeckt es auch. Es ist halt schön, dass alles aus eigener Herstellung ist, auch aus eigener Schlachtung und man schmeckt die Qualität und die Liebe da drin. Die Theke ist super eingeräumt, wo man halt davor steht und im Grunde knurrte Mare. Also man könnte hier rausgehen und könnte also wirklich alles kaufen. Wir haben im letzten Jahr im September ein neues Geschäft in Mainz in der großen Langgasse aufgemacht. Und das ist jetzt nicht so die klassische Metzgerei, wie man sie kennt. Wir bieten einen Mittagstisch mit an, auch mit Sitzplätzen direkt im Geschäft. Alles gibt es natürlich auch zum Mitnehmen. Ich mache hier Mittagspause, weil es für mich einfach qualitativ im Moment die beste Metzgerei in Mainz ist und das Mittagsangebot auch einfach stimmt. Auch speziell für mich, ich esse unheimlich gern Butter unter jedem Brötchen, aber der Wunsch wird mir erfüllt.